Hey und willkommen zu einem neuen Video. Ich versuche mich heute mal in einem Vlog. Und zwar passiert diese Woche noch relativ viel. Wir haben jetzt Mittwoch und heute haben wir in der TUFA, das ist so ein Veranstaltungszentrumhaus hier in Trier, da haben wir gleich noch eine Live-Aufzeichnung von einem Konzert und direkt danach haben wir noch eine Aufzeichnung da, die ist allerdings nicht live, sondern wird später ausgestrahlt. Und generell ist diese Woche noch relativ viel zu tun. Im Moment bin ich noch im OK, also in dem Fernsehsender, und bin dabei, ein Video zu schneiden, was ich gestern für euch gedreht habe, und zwar meine Morgenroutine. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch dann einfach den ganzen Tag mal mit und zeige, was wir da so arbeiten, was wir so machen, und ja, viel Spaß! Kommen. Gleich ist der Dreh hier. Bis gerade hat man es noch gehört. Hier wurde fleißig gepumpt durch diese wunderschöne Tür dahinter mir. Und es war sehr laut. Deswegen nutze ich jetzt gerade mal die Pause, die sie machen, um euch kurz zu begrüßen in der TUFA. Oder einfach zu sagen, dass ich hier bin. Da hinten winkt Lukas und da gehen wir gleich mal hin. Und hier wird gleich das ganze, der ganze Stream geschnitten. Wow. Genau, da kann man die Kameras umschalten. Und das mache ich. Ja, ja. Der Stream ist jetzt in 15 Minuten und da vorne wird noch ein Plakat aufgehängt. Ein Banner. Ja, ich muss ja auch einmal mein Mikro testen. Das machen wir jetzt schon seit gefühlt einer halben Stunde. Ich hoffe mal, dass es rechtzeitig fertig wird. Herzlich willkommen, liebe Leute! Okay, der Stream ist jetzt gerade gelaufen. Es war ziemlich viel Arbeit, weil wir nämlich nun zu zweit sind. Einmal der Lukas, den ihr gerade gesehen habt, der sorgt hier die ganze Zeit für den Schnitt. Also der schneidet das komplett live. Und ich war für drei Kameras verantwortlich. Und es standen fünf Männer auf der Bühne. Das heißt, ich musste dann die ganze Zeit von der einen Kamera zur anderen springen und gucken, wer jetzt gerade irgendwie wichtig ist, wen ich aufs Bild kriegen muss. Und ja, also wir sind die ganze Zeit am Arbeiten gewesen. Und jetzt haben wir erstmal eine Pause, bis es dann weitergeht. Die zweite Band ist jetzt inzwischen auch da und es wird gerade wieder ein bisschen rumgeplant und dann geht es gleich um 9 Uhr, das sind noch 10 Minuten weiter mit der Aufzeichnung. Das wird jetzt aber nicht so stressig, weil das Ganze eben nicht live ist. Ja, und heute steht dann dieser Dreh im Schwimmbad an. Davon habe ich euch noch gar nicht erzählt. Aber wir haben heute einen Dreh in einem Freibad und da erklären wir so ein bisschen, wie es mit den Corona-Maßnahmen da aussieht. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie schwimmen gehen können, aber wir haben nur eine Stunde Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob das so klappt. Aber ich will jetzt erstmal noch das Video, was ich gestern schon angefangen habe, also diese Morgenroutine, weiterschneiden und dass es dann heute, also heute ist Donnerstag, hoffentlich online gehen kann. Wie man sieht, war ich gerade im Wasser. Das heißt, ich habe einen wunderbaren Clip gehabt, wo ich ins Wasser springe. Und ja, deswegen habe ich jetzt mich so ein bisschen abgekühlt. Wir sind jetzt gerade noch an der Mosel, wo ein Strand bald gebaut werden soll. Deswegen auch der Krach, weil hier nämlich gerade so ein bisschen rumgearbeitet wird. Ja, und da drehen wir jetzt noch ein paar Schnittbilder. Beziehungsweise Lukas macht Schnittbilder. Ich stehe hier einfach nur und lasse mich so ein bisschen abtrocknen. Und ich trockne währenddessen meine Badeklamotten in der Sonne, irgendwie beim Laufen. Gerade eben habe ich mein Video online gestellt, beziehungsweise dafür gesorgt, dass es um 19 Uhr online kommt. Ich war jetzt noch eine Weile am Thumbnail dran, weil ich das noch überhaupt gar nicht fertig hatte, als wir gerade beim Dreh im Schwimmbad waren. Da musste ich das jetzt noch ziemlich schnell machen und deswegen kommt das Video jetzt eine Stunde später online, als ich es eigentlich wollte. Es ist Freitag 12 Uhr und das heißt, dass ich jetzt in einer Stunde zum OK fahre. Und wenn ich im OK bin, geht es dann auch relativ bald los zum Capitol, um da aufzubauen. Alles für den Livestream heute Abend. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das so funktionieren wird. Ich hoffe mal, dass ich das Richtige dafür anhabe. Also, keine Ahnung, es ist jedenfalls sehr warm heute und ich habe zwar noch nie Kameraleute mit so kurzer Hose und so weiter rumlaufen sehen, aber
Ich muss mich noch mal eben kurz korrigieren. Es ist heute keine Live-Aufzeichnung, das ist erst morgen. Heute machen wir das jetzt einfach so und es wird dann später ausgestrahlt. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem auf die Bühne gehen und da dann filmen. Es sei denn, es ist schlechtes Wetter und ja, das wissen wir noch nicht genau. Ich stehe jetzt hier gerade vor dem Auto, wo wir die ganzen Sachen gepackt haben. Schon Nebel. Ja. Wir sind jetzt am Kapitol angekommen. Hier sind wir im Backstage-Bereich und wir räumen gerade alles ein, dass es gleich zum Dreh bereit ist. Und hier vorne haben wir die ganze Regie drin. Es ist übrigens unglaublich kalt heute. Oh, holla, da kommt Sebastian. Und deswegen tut es ganz gut, wenn man mal hier im Regiebereich ist, denn hier ist es viel kühler. Es ist immer noch eine unglaubliche Hitze, aber es hat sich jetzt zum Glück zugezogen und wird ein bisschen besser. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Kamera zu befestigen, da vorne an diesem Turm da. Und es gibt keine Leiter, deswegen müssen wir da irgendwie gleich hochklettern. Hier verfolgt mich gerade eine Hummel. Lukas versucht gerade, diesen Turm hochzuklettern. Oh, der ist oben! Hast du was gefilmt? Die Kamera steht jetzt. Inzwischen ist das Wetter echt anders geworden. Es zieht sich so langsam zu. Ja, jetzt müssen wir erstmal irgendwie noch einen Regenschauer, der wahrscheinlich jetzt gleich kommt, aushelfen. Auf der Bühne wird auch schon fleißig aufgebaut. Der Künstler ist auch schon da, den sieht man da oben auch auf der Leinwand. Hoffen wir mal, dass es nicht so nass wird, beziehungsweise hoffen wir mal, dass das Ganze wieder weg ist, wenn die Aufzeichnung hier ist, denn dann wird es wahrscheinlich abgesagt. Wir werden uns jetzt hier erstmal rein verkrümmeln, denn draußen stürmt es wie bekloppt. In 2 Stunden soll das Konzert losgehen. Mal gucken, ob das so klappt. Ja. Heil! Das Wetter hat sich jetzt etwas verbessert, die Wolken sind weg, also zumindest sehen sie nicht mehr so dunkel aus. Und es sieht gerade eben so aus, als würde das Ganze doch stattfinden können. Weil man den Originalton vor lauter Lachen nicht verstanden hat, muss ich das Ganze nochmal aus dem Off erzählen. Und zwar versucht Lukas da gerade mit seinem T-Shirt einen Tropfen von der Kameralinse zu entfernen, weil wir keinen Lappen hatten. Das fand ich wohl irgendwie sehr lustig. Und man darf natürlich nicht vergessen, während Lukas da oben rum handwerkt, Handwerker sind die ganzen Autos schon da. So, das Konzert fängt jetzt tatsächlich an und ich muss doch nicht an die Kamera. Das macht jetzt Sebastian, also der Chef. Und ich gehe in die Regie und bin dann immer sozusagen Notfallkraft, wenn irgendwie was gerade wichtig ist. Ich schaue jetzt, darf ich da überhaupt hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich laufe mal so ein bisschen außerhalb und zeige euch dann, wie es da so aussieht. Inzwischen ist die Sonne rausgekommen und das erste Konzert bzw. die Vorband bzw. der Vorsänger ist fertig mit seinem Konzert. Jetzt ist kurze Umbauphase und dann geht es mit diesem Helmut Leindecker weiter. So, es neigt sich jetzt dem Ende zu. Sie spielen jetzt die Zugabe. Ich musste doch nicht an die Kamera, aber vielleicht wird das dann morgen passieren. Ich gucke mal. Morgen haben wir noch ein Konzert und zwar noch eine Aufzeichnung. Die wird dann auch wirklich live sein. Nicht nur aufgezeichnet und später ausgestrahlt mit Gild Horn. Und vielleicht mache ich dann ja die Kamera. So, es ist der nächste Tag und heute steht das Konzert von Gild Horn an. Thank you.
Danke, geschenkt. So, es ist der nächste Tag und der Vlog endet jetzt genau da, wo er auch angefangen hat. Ich fand vor allem die letzten beiden Tage super cool, auch wenn ich nicht an der Kamera stand, war es eine schöne Erfahrung. Irgendwie diese Konzerte haben richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, hier dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Video. Ciao!